jetzt schauen wir mal in den guten alten Games Pass, weil ab heute ist EA Play mit dabei im Games Pass enthalten. Und das ist schon echt jetzt ein absolut verrücktes Angebot. Wenn ich hier so durchschaue, wie viel von diesen Spielen ich schon lange mal spielen wollte und jetzt endlich kann und wie viel Spiele ich schon gespielt habe und ich die echt super finde, da wird einem schwindlig. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist wirklich ein, wirklich, ich finde es einfach geil. Ich finde den Game Pass einfach geil. Was soll ich sagen? Hallo, viel zu alt für 600G, das ist in einem halben Jahr, das ist in einem Jahr ein halbes Spiel. Ja, ja, eben, genau, das ist ein Problem, sehe ich auch so. Wirklich. Naja. Hier, Plague's Tale, habe ich ja schon auf dem Kanal auch gespielt. Super coole Spieler. Way Out wollte ich schon lang spielen. Absolver ist auch interessant. Ace Combat, super gut. Planetfall gefällt mir nicht so gut. Ich könnte die ganze Liste durchgehen, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht so super interessant für euch, ne? Aber total cool. Brutal Legend. Bloodstain ist auch super. Blair Witch werde ich mir jetzt auch endlich mal anschauen. Carrion ist auch so gut. Wirklich. Carrion ist so ein gutes Spiel. Super. Die Crisis Trilogie, die sind von EA, ja genau, EA Play. Da unten im Eck steht immer, jetzt sehe ich's. Irgendwo müsste auch stehen, ah hier zum Beispiel, bei Dead by Daylight sieht man's. Da ist unten im Eck dieses kleine X-S. Das ist das Symbol dafür, dass die Spiele ein Upgrade erhalten haben. Auf den Microsoft-Konsolen sind ja jetzt quasi alle Upgrades, also Microsoft überlässt das den Publishern, aber grundsätzlich sind alle Upgrades kostenlos. Also wenn du eine Version für irgendeine Xbox besessen hast, dann kriegst du das Spiel auch in der aufgehübschten Version auf der Series, wenn es das unterstützt. Da sind jetzt aktuell noch nicht viele hier im Games Pass. Aber, ja. Die Spielerauswahl ist schon echt irre. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt vielleicht mal in die Kingdom Hearts Reihe reinschaue. Weil ich habe die nie gespielt, ich habe nur drüber gehört, aber ich glaube, da tue ich mir was an. Da mache ich, glaube ich, ein Fass auf, oder? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin. Die Story soll ja irrsinnig gigantisch sein. Also umfangreich, komplex und bescheuert. Also vielleicht im positiven Sinne. Die Mass Effect Trilogie. Yay! Und dann Andromeda. Das Minecraft, das wundert mich wirklich, dass Minecraft nicht gleich von Anfang an für die Xbox Series S X optimiert ist. Weil mit Raytracing einfach, ne, einfach Raytracing draufklatschen und das Spiel sieht wahnsinnig geil aus. Verstehe ich nicht, warum die das nicht gemacht haben. Kommt bestimmt noch. Also wenn von Minecraft keine Next Generation Version kommt, dann weiß ich es aber auch nicht. Pathologic 2. Ah, ist das gut. Wirklich. Das ist ein Geheimtipp von mir. Wenn ihr irgendwie Zugang dazu habt, egal ob über Games Pass, Game Pass oder irgendwie anders, dann schaut da mal unbedingt rein. Die ersten Stunden von dem Spiel sind ein bisschen psychedelisch konfus. Da ist ganz viel Traumsequenzen und ganz viel bizarres Zeug. Das kann abschreckend wirken vielleicht, aber dann wird das Spiel eigentlich ziemlich linear und gut verständlich und echt richtig, richtig klasse. Also unbedingt Pathologic 2 mal reinschauen, wirklich. Das ist es wert. Perfect Dark, yuppie. Ich habe schon so viele Spiele in der Warteschlange zum Downloaden, es ist lächerlich. Es ist so super. Ey, ich freue mich wirklich. Ich finde es richtig super. Ich bin immer noch auf Adrenalin, im Adrenalinrausch hier. Ein bisschen. Thronebreaker. Witcher 3 ist auch nicht optimiert. Na, sag mal. Oh, Trailmaker ist auch gut. Kennt ihr das? Das ist Lego. Also, das ist wirklich Lego. Das tut nicht mal so, als wäre es kein Lego. Guckt euch die Teile auf dem Bild an.
Aber im Endeffekt ist quasi die Spielmechanik, dass man in einer offenen Welt ist und am Anfang kann man normale, langweilige kleine Autos bauen und man muss dann immer kleine Geschicklichkeitsaufgaben lösen, um neue Teile freizuschalten. Und dann kann man sich eben neue Autos bauen mit besseren Features oder neuen Möglichkeiten, um neue Rätsel zu lösen, um wieder neue Teile freizuschalten. Total coole, motivierende Bastel, selber Bauknobelspiel-Dingenskirchen. Wasteland 3 werde ich jetzt hier auch endlich mal starten. Auf der Series. Das wird höchste Zeit. Yakuza! Ich habe auf der PlayStation 4 jetzt vor kurzem Yakuza Zero gespielt und das ist schon echt ziemlich gut. Yakuza Kiwami und Kiwami 2 sind ja anscheinend Remakes vom ersten und vom zweiten Teil, das wusste ich gar nicht. Und Like a Dragon spielt quasi viele Jahre später. Ich glaube, das ist das siebte Teil. Aha. Naja, der Game Pass ist crazy cool. Planet Coaster werde ich mir auch anschauen. So, was haben wir denn schon installiert? Das sind jetzt hier. Schauen wir mal kurz in Ark Survival Evolved rein. Das ist ein Spiel, das optimiert wurde für die neue Generation. Ich bin gespannt, ob wir jetzt gleich sagen, wow, sieht das irre aus oder nicht. Jetzt warte mal ganz kurz, ich muss schnell in den Chat schauen. Ich war gerade so gebannt vom Game Pass. Was kostet der Game Pass im Monat? 9,99. Außer du möchtest Games with Gold, also das Äquivalent zu PS Plus gleich dazu und den Game Pass für PC und Konsole gleichzeitig, dann 13 € oder 13,99? Ich glaube 13,99. Aber echt ein guter Preis, finde ich, oder? Alice Madness Returns EA Play. Ja, ist auch dabei. Voll gut, oder? Kingdom Hearts ist extrem, was die Story-Verzweigungen angeht. Sony hat übrigens im letzten Update die Möglichkeit implementiert, das Bild der PS5 auf PS4 und Vita zu streamen. Ja, habe ich gesehen. Ich hoffe, das funktioniert, weil die PS5 wird ja bei mir im Arbeitszimmer stehen, weil die echt einfach auch keinen Platz im Wohnzimmer hat. Und selbst. Wirklich, das ist kein Witz. Ich mache mich jetzt nicht lustig oder so, aber ich wüsste nicht, wo ich die im Wohnzimmer hinstellen soll, wenn ich die mal rübertrage, wenn ich mit Merlin gemeinsam was spiele, weil die einfach so riesig ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. In unser Regal passt die nirgends und die Katzen werden die umschmeißen oder irgendwie drauf fliegen und alles verstopfen, wenn die am Boden steht. Und dann ist mit den Kabeln blöd, weil der Fernseher recht hoch steht. Es ist total bescheuert. Genau, deswegen steht die immer im Arbeitszimmer wahrscheinlich. Und deswegen wäre es sehr cool, wenn das klappen würde, gut, dass wir über die PlayStation 4 im Wohnzimmer dann die PlayStation 5 ins Wohnzimmer streamen könnten. Das wäre wirklich gut. Yakuza, da macht. Nee, ich weiß, da macht man nicht falsch. Yakuza ist immer gut. Yakuza ist immer irgendwas zwischen gut und super gut. Ich habe nur ein paar Teile gespielt, leider. Ich habe nur drei Yakuza-Teile gespielt und Zero jetzt noch nicht sehr lange. Aber schon alleine diese Minigames. Schon alleine, dass man durch die Stadt geht und dann in den einzelnen Kneipen diese ganzen Minigames spielt. Allein damit könnte ich Stunden verbringen. Ich habe Yakuza Zero, ich weiß jetzt nicht genau, wahrscheinlich so 10 Stunden gespielt, wenn es hochkommt. Und ich glaube, 7 davon habe ich Mahjong gespielt. Wirklich. Es ist einfach super. Und dieser ganze Ehrenkodex-Honor-Story-Stuff ist halt auch einfach super. Es ist einfach super. Usoni-Streamen hat noch die Funktion. Was? Hä? Hab mit PS4 und PS3 probiert. Ich glaube nicht, dass das auf einmal gehen soll. Ach so, hat noch nie funktioniert. Sony Stream hat noch nie funktioniert. Ich habe ehrlich gesagt mit Streamen auch innerhalb der Wohnung auch schlechte Erfahrungen gemacht. Eigentlich fast immer. Ich bin da nicht so überzeugt davon. Vielleicht bilde ich es mir zum Teil ein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Ich spüre immer so ein bisschen einen Lag. Und dann sind doch immer wieder kurze Ruckler oder verlorene Datenpakete drin. Das funktioniert für mich einfach nicht. Kommt aufs Spiel an, aber sobald irgendwie ein Echtzeitspiel ist, funktioniert das für mich einfach nicht.
Deswegen bin ich da auch skeptisch, aber ich hoffe, dass das zwischen PS4 und PS5 vielleicht ja doch gut geht. Aber wie gesagt, ich bin leider sehr skeptisch. Aber jetzt starten wir endlich mal Ark. Ark betreten. Moment mal, ich würde gerne meine eigene lokale Ark öffnen. Ja, machen wir einfach. Bitteschön, los geht's. Ja, ich bin wirklich auf Yakuza Ryker Dragon. Das werde ich mir fürs Wochenende wahrscheinlich dann holen. Bin ich schon wirklich gespannt. Schon alleine. Den nehmen wir. Und Mensch heißt er, das ist doch super. Weil ich habe eben in den Tests schon gelesen, dass das wirklich die Krönung der Yakuza-Reihe und auch einfach ein super Japano-RPG sein soll. Und dadurch, dass das Spiel jetzt ein rundenbasierendes Kampfsystem hat und ein Party-System und wirklich so Rollenspielelemente, bin ich jetzt schon gehypt. Oh, State of Decay 2 ist auch fertig. Yes! Das sieht nicht sehr viel anders aus, oder? Ich meine, ich habe das auf der PS4 gespielt, da war es schon sehr viel, da war die Auflösung viel niedriger, da war es viel pixeliger noch. Aber das sieht jetzt nicht sehr viel anders aus. Ist das Wasser schon mit Raytracing? Guck, wenn ich mir nicht sicher bin, dann kann es nicht so gut sein. Wenn ich die Frage überhaupt stellen muss, dann kann es nicht so gut sein, oder? Es sieht aber, es ist, ich meine, Ark war jetzt auch noch nie unbedingt das absolut schönste Spiel. Aber ich habe auf die Schnelle jetzt keins gefunden. Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht noch so am ehesten das beste Next-Chennige. Oh, ich werde jetzt schon gefressen. Was, ihr Vögel greift mich an? Was ist denn hier los? Hilfe! Rette mich! Parasaurolophus, oder? Ein Parasaurus, genau. Was bist du gleich nochmal? Früher kannte ich die alle mal. Lystrosaurus, den kannte ich, glaube ich, nicht. Die Dodos! Ach ja, die Dodos. Ah! Oh Gott. Da würde ich jetzt gerne den direkten Vergleich sehen, inwieweit das optimiert ist. Ich meine, es sieht schon, es ist nicht, es ist, ne? Aber es haut mich nicht um. Kommt das wirklich in den Game Pass, das neue Yakuza Like a Dragon? Weil ich habe da widersprüchliche Informationen gefunden. Weil wenn das noch kommt, dann kaufe ich es mir jetzt nicht und warte. Ich dachte nämlich, dass ich gelesen hätte, das wäre im Game Pass. Und dann aber nicht mehr plötzlich. Und dann habe ich auch keine Hinweise mehr gefunden, dass das irgendwie mal im Game Pass gewesen wäre. Und deswegen bin ich jetzt echt verwirrt. Ich dachte nämlich auch, dass das eigentlich im Game Pass wäre. Aber ist es nicht. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Deswegen punche ich jetzt hier mal den Baumstamm kaputt. Yeah! Weil ich meine, theoretisch, wenn jetzt Like a Dragon wirklich irgendwann mal noch in den Games Pass kommt. Auch wenn es dauert. Ich sage immer Games Pass, Plural. Klingt für mich natürlicher wie Game Pass. Dann würde ich mir jetzt erstmal mit Yakuza Zero und dem Remake von 1 und 2 noch die Zeit vertreiben, würde ich sagen. Warte mal, wie nehme ich denn Sachen? Ich kann doch das hier auch einfach aufheben, dachte ich. Ah, guck. Sagenhaft. Jetzt muss ich mal kurz was testen. Jetzt passt mal auf. Theoretisch, wenn ich jetzt hier auf die Startseite gehe. Und jetzt starten wir meinetwegen State of Decay 2 mal. Einfach mal so.
Monatliche Quest. Ach ja, genau. Der Game Pass hat ein eigenes Achievement-System. Ist das nicht weird? So spieleübergreifende Punkte, die man sammeln kann, wenn man irgendwie gewisse Sachen innerhalb der Games Pass-Spiele macht. Das ist mal komisch. Weiß nicht, was ich davon halten soll, aber gut. Das Raytracing merkt man aber schon. Ja, ich hab's mir auch jetzt gedacht. Das merkt man schon, das stimmt. Aber haut mich nicht um. Hat mich nicht umgehauen. Da bin ich halt gespannt dann auf die ersten wirklichen quasi Next-Gen-Spiele und nicht nur die abgegradeten. Aber die gibt's halt ehrlich gesagt einfach noch nicht. Irgendwie. Nicht wirklich. Kampagne. Ah, guck mal, Spiel fortsetzen. Ich habe nämlich am PC angefangen, das zu spielen. Und ohne dass ich irgendwas bestätigen muss, ohne dass ich irgendwie in die Cloud eintauchen muss oder irgendwas herunterladen muss, lädt jetzt einfach mein PC Safe Game oder wie? Einfach so. Das finde ich schon gut. Das muss ich schon sagen. Das finde ich jetzt schon gut, dass das so komplett hürdenlos, komplett barrierefrei funktioniert einfach. Wenn nix irgendwie aktualisieren und nix von wegen, hey, du hast noch irgendwo ein Safe Game in der Cloud, willst du das vielleicht? Und es ist einfach da und fertig. Das finde ich schon gut. Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, wie die Steuerung funktioniert. Öffne die Karte, um eine neue Mission zu aktivieren. Ja, wie denn? Ich habe doch hier schon irgendwo drauf geklickt. Was willst du noch von mir? Die Gemeinschaft. State of Decay mag ich ganz gerne. Das gefällt mir echt ganz gut. Aber da müsste ich jetzt erstmal wieder reinkommen, glaube ich. Weil ich scheitere gerade dran, dass ich hier Missionen aktiviere. Ah, jetzt habe ich, glaube ich, eine Story, eine Mission aktiviert. Das ist ganz schön dunkel, ne? Habe ich eigentlich eine Taschenlampe? Ich habe Gefühle. Kann weinen. Ich habe zwar kein Licht, aber wenigstens habe ich Gefühle. Das ist nicht schlecht. Leider habe ich keine mehr abbekommen, werde bis nächstes Jahr warten müssen. Na, würde mich fast wundern, wenn nicht zum Weihnachtsgeschäft noch welche kommen, oder? Also vor Weihnachten. Denke ich, kommt schon noch eine Ladung, aber weiß ich nicht. Oh. Ja, das ist auch mein Favorit. Für die PS5 überlege ich schon, ob ich mir Demon's Souls holen soll. Ich finde halt schon irgendwie 70 € ist halt jetzt schon irgendwie nochmal eine andere Hürde für mich wie 60. Ich finde das krass. Ich will nicht sagen, ne, vielleicht müssen ja so große Spiele wirklich mehr kosten. Das will ich ja überhaupt nicht irgendwie bezweifeln. Aber für mich persönlich ist das einfach ein Batzen Geld. Das muss ich schon sagen. Ich glaube, dass ich für den Preis Spiele halt einfach nicht mehr so. Ich fand die 60 € schon teuer. Und jetzt nochmal ein Zehner mehr. Aber ja, ein Starttitel muss ja irgendwie schon fast sein, oder? Das ist so ein Screamer, der müsste, glaube ich, echt weg, weil wenn der schreit, so wie jetzt gleich, dann kommt ganz viel. Oder die werden wütend oder so. Oh, mein Partner macht das ganz gut, ne? Ich glaube, hast du unendlich Munition? Wahrscheinlich nicht. Ah! Ein bisschen lustig ist das auch, wie die laufen, oder? Dammit. Okay, aber eigentlich wollte ich nämlich was testen. Jetzt passt mal auf. Funktioniert jetzt einfach so, ohne dass ich irgendwas mache, Quick Resume, wenn ich jetzt hier wieder drauf gehe? Ja, da oben steht's schon. Und das ist ein cooles Feature. Und jetzt kann ich hier Ark ein bisschen weiterspielen, wo ich vorher gerade aufgehört habe. Innerhalb von Sekunden. Das ist schon crazy, oder? Das finde ich ein richtig verrücktes und cooles Feature. Jetzt spielen wir hier wieder ein bisschen Ark.
wenn ich sage, ach ja, komm, hier arg langweilig, keine Ahnung, mag ich jetzt nicht mehr, dann gehen wir einfach wieder zurück auf die Startseite und ich mache bei Date of Decay weiter. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und los geht's. Keine 10 Sekunden und man ist im anderen Spiel wieder. Das ist cool. Also wirklich, das finde ich richtig gut. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Man könnte bestimmt die Waffen auch irgendwie schneller wechseln, aber ich weiß nicht wie. Ah. Das ist richtig, richtig, richtig. Ich finde, das finde ich richtig gut, wirklich. Das ist eine Kleinigkeit irgendwie, das ist ein Gimmick. Aber ich glaube, gerade auf Dauer werde ich das lieben, dieses Feature. Weil genauso spiele ich Spiele. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, wie ich es hier jetzt mache. Aber genauso spiele ich Spiele. Hier eine Stunde oder zwei und dann mal hier noch eine Stunde und dann da vielleicht noch eine andere Stunde. Das ist gut. Wirklich. Das begeistert mich. Die kann man runterladen im Games Pass. Die muss man nicht streamen, zum Glück. Das fände ich sonst echt doof. Aber nee, die kann man zum Glück wirklich einfach runterladen. Man kann auch streamen direkt auf Tablets und so weiter. Das geht auch. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich Figuren durchwechsel. Ich kann nämlich auch irgendwie meinen Begleiter übernehmen, weil unsere Figur jetzt schon so schwer beladen ist. Ah, wenn man die Steuerung wüsste, ne, könnte man das echt besser spielen. Begleiter wegschicken, zu diesem Charakter wechseln. Ja, okay. Schauen wir mal, ob die noch ein bisschen Benzin mitnehmen kann. Ups, so nicht. Oh nein, ist die auch schon so überladen? Oder ist das einfach so schwer? 10 Pfund klingt nicht so schwer. Ne, sie kann das eh noch mitnehmen. Wunderbar. Schauen wir mal. Ne, es ist einfach, State of Decay ist einfach ein reines Looten- und Leveln-Spiel. Da gibt es keine Story, großartig, gibt es natürlich schon, aber naja. Man hat einfach seine Siedlung, die man managt. Man geht zu irgendwelchen Orten, bringt alle Zombies um, plündert. Das ist genau mein Spiel. Das ist genau mein Spiel. Nee, das ist für mich wirklich, das ist für mich wirklich eine Killer-Application. Das ist für mich ein so wichtiges Feature. Das war wirklich der Grund, warum ich privat kaum noch PlayStation 4 gespielt habe, weil mir das Menü und das Starten von Spielen und das Wechseln von Spielen zu lange wurde, zu langweilig, zu langwierig. Deswegen habe ich fast nur noch eigentlich Switch gespielt, weil da alles ein bisschen komfortabler, leichter und schneller geht. Immer diese Wartezeit, diese 30 Sekunden, bis man von einem Spiel ins nächste kommt. Das war mir zu viel. Das wollte ich nicht. Das hat mich einfach auf Dauer furchtbar genervt. Und mit diesem Quick Resume ist das jetzt weg. Das ist für mich, glaube ich, bis jetzt wirklich das Feature der nächsten Generation. Wirklich, ich übertreibe nicht. Für mich persönlich ist das, glaube ich, das coolste Feature der aktuellen Konsolengeneration jetzt. Bis jetzt, was ich so getestet habe selber. Sodala. Geht das auch gleich jetzt? Jetzt muss ich noch mal gucken. Ah, hier ist jetzt Ark auch drin. Kann ich von hier auch gleich wieder Quick resumen? Genial. Ich starte ein Spiel, dann gehe ich mal pinkeln, Tee machen, lüften und dann wird gezockt. Ja, das stimmt. So ungefähr. Ist das momentan. So, jetzt gucken wir mal. Ah ja, genau, das die, Made of Scare, von dem habe ich gehört in einem Podcast. Das soll richtig gut sein. Das war ein Xbox Gold-Spiel. Weil für eben die 13,99 ist neben dem Game Pass eben auch Games with Gold mit dabei. Genau, Untitled Goose Game hatte ich schon gestartet. Auch das geht jetzt gleich in Quick Resume weiter. Super, super Feature. Das gefällt mir, wirklich. Finde ich gut. Tja, so. Grounded würde mich auch interessieren. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kurze Pause und dann schaue ich mal, wie es mit der Merlin steht und vielleicht spielen wir dann irgendwas im Multiplayer. Mal schauen. Also, bis gleich. Ciao.